Ja, So. gut, ich. Ja, Auf Platz komisch. 7. Wo bin ich denn Okay, ein da? Platz nach oben. Ich bin Platz Stark. 5. Ja. Dresden ist Stark. Tabellenführer und dominiert die Liga. Psst. Am Nichts mit dominieren. Ende Einfacher Aufstieg. Sieg. Das war ein wichtiger Sieg und das ist gut für den Klassenerhalt und so. Ja, aber wer weiß, wie es bei mir gelaufen wäre, hätte sich da nicht gleich am Anfang des Spiels beim Aufwärmen verletzt. Also, das ist bitter. Ich sage ja allein nur über die Torjägerliste, Christian Beck, 3 Spiele, 4 Tore jetzt auf dem Konto, ne? Ja. Will ich nur mal gesagt haben, wegen Torschützenkanone und so in der Ach zweiten so, oh, Liga. in 21 Tagen das Spiel gegen Aue. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. Ja, es ist Was, erstmal, 21? ja, es ist jetzt erstmal Länderspielpause. What? Ja. Das ist Das ja wird wieder eine langweilig. lange Folge, würde ich sagen, ne? Hm. Ah, das wird wieder eine lange Folge. So. Werde ich cutten. Was, du gehst cut? Du Was? gehst kacken? Nein, Achso, du gehst. Ich hab cutten! verstanden, du gehst kacken. Nein. Eieieiei, das wollen wir gar nicht drin haben. Das ist gecuttet. Ja, Werder spielt zum Diskussion über Auftakt die. 1 zu 1 unentschieden. Ja, bei mir ist Borussia die Dortmund. Diskussion. Also Borussia Ja. Dortmund, Hertha, BSC, Berlin und der FC Bayern München gewinnen zum Auftakt. Der Rest spielt alles unentschieden. Und ist Nürnberg, doch nett. Hoffenheim und RB verlieren. Oh. Ja, bei mir wird der Pressekonferenz diskutiert über nichts gegebenes Tor. Wolverhampton Wanderers ist in der Tabelle auf Platz 3 nach 4 Spieltagen in der Premier League. Liverpool führt immer noch und dann Manchester City. Barcelona gewinnt zum Auftakt und ist Tabellenführer. Ui. Real nur Achter. Meisten Tor. Was? Tore. Ja, Christian Beck ist aber nicht alleiniger Top-Torschütze. Nee, wir hatten noch 4 Treffer. Aaron Hunt. Ausgerechnet Hand. Hab mir gerade die Übersicht. Sören Bertram und Pascal Destreau. Jede mit 3 auf dem Platz 2. So indirekt. Gut, dann machen wir Oh, erstmal das jetzt gleich das. Transferfenster schließt. Oh je, oh Oh je! Da Gott, müssen wir jetzt noch noch mal den alle letzten drauf Transfer. zugreifen. Also, ich freue mich schon auf die Wintertransferperiode. Alles Hey, klar. halt, stopp, ich muss noch verpflichten. Das wird so ewig lange dauern. Ja. Wir wollen ja alle so viele Spieler haben. Ja. Ja. Ist So viel Bertram Geld haben wir nicht verletzt? mal. Was? Ja. Ja, irgendwas stand dort. Nö. Also ich habe keine Nachricht bekommen, dass Bertram verletzt ist momentan. What the fuck, was will ich denn? Braucht er jetzt aktuell keinen defensiven Mittelfeldspieler? Mann. Ich will einen Stürmer haben und links außen und so. Das ist so traurig, solche schlechten. Warum? Du Ah. hast doch mit Möschel, der hat doch an diesem Spieltag getroffen. Ja, ich möchte aber auf Ersatz dann, falls was passiert und so. Ach so. So, dann machen wir mal Training hier dieses Mal, etwas andere Taktik trainieren. Also Ruffys Tipp mit Training auf Defensive hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Danke für den Tipp, Ruffy. Meine Abwehr hat sich stabilisiert. Scheiße. Dieser Arsch schon wieder. Der nervt mich schon wieder. Immer rein in die Wunde. Das ist echt so. Nee, das meinte ich jetzt aber ernst, Ruffy. Ja, Also im schön. positiven Sinn. Ne? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Lass mich Motivation doch in ist Ruhe. vollkommen zu spielen, zu Ja. spüren. Ich bin gerade am Trainingsplan überarbeiten bis zum nächsten Spiel. Ja, ich mache das so Woche für Woche. Sagen wir es so rum. So. September. Wann ist Und das den. nächste Spiel? In 20 Innsbruck. Tagen. Ach du Scheiße. Ach du Scheibenkleid. Es geht wieder gegen St. Pauli, ey. Ich könnte kotzen. Ey, weißt du, es ist doch kein Problem, gegen mich zu spielen. Ich habe unentschieden gegen Union Berlin gespielt. Du hast gegen die gewonnen, also sag Ich habe mal schon gegen dich nichts. verloren.
Ja, sag mal. Das ist ja was anderes. Das ist eine ganz andere Geschichte. Nein, ihr lasst mich jetzt in Ruhe. So, gucken wir mal überhaupt, was jetzt, wie das jetzt mit der zweiten Mannschaft dann läuft aktuell. Im letzten Spiel haben sie unentschieden gespielt, was nicht sein muss. Ich hab jetzt, ich hab den besten Sturm und die schlechteste, das kann nicht mehr. Also läuft bei dir. Ja. Na gut, doch, ich habe die schlechteste Abwehr zusammen mit, also Magdeburg hat 6 Gegentore, ich habe 8 Gegentore. Und geschossene Tore bin ich mit Regensburg, Köln und Magdeburg auf Platz 1 mit 7 Toren. Also ich habe den Freundschaftsspiel arrangiert. Aha. Gegen wen? Mal gucken, ob die das annehmen. Transfersfenster schließt, ah gut. Wir hatten die wenigsten Gegentore. Hamburg. Ich hab 2. Dresden auf Platz 4, krass. Ja. Regensburg hat 5 Verletzte. Oh, fuck. Das ist super, wenn man... Borussia Dortmund hat Einladung zum Freundschaftsspiel angenommen. Das Problem, Zeit 8 Uhr morgens. 8 Uhr morgens! Oh Gott! Ja, ich fand was das... machst du morgen früh? Naja, ich geh zum Spiel. Ich geh zum Spiel. Erwartete, das Geile, erwartete Einnahmen 325.000. Das ist an dem Mittwoch, das Spiel. Was zur Hölle? Ich versuche auch ein Freundschaftsspiel zu machen. Das ist an dem Mittwoch, das Spiel, und ich krieg 325.000, das ist, Ist ja, Dortmund ist ja mein Partnerverein, falls ihr das noch nicht wisst. Borussia Dortmund? Ja. Okay. Das ist ja Hertel verletzt. Da krieg ich jedes Jahr 100.000 von denen, einfach so. Läuft. Rico Benatelli verletzt. Ah, 2 Tage. Patrick Wiegers verletzt. 2 Tage. Verletzen beim Sprint. Ah, könnt ihr nicht sprinten oder so? Wieder so viel Verletzte. Also von mir aus, warte mal. Geht das da? So, da haben wir jetzt die anderen Listen, die anderen Tabellen. Ja. Zweite Mannschaft nur noch auf Platz 3, aber das ist ja noch alles möglich. Es ist möglich. In anderen Regionalligen auch alle ganz im grünen Bereich aus. Und sonst so bei euch, was macht ihr gerade jetzt? Ich mache das Spiel arrangieren. Okay. Aber dann werde ich das aber abgeben mit den Testspielen. Ja. Okay. Leitet Freundschaftsspiele. Mache ich jetzt erstmal auf Co-Trainer. So, damit das uns nicht auffällt. Und ich werde die auch nicht mit aufnehmen. Also die gehören nicht mit in die Aufnahme. Das könnte in die Videoreihe rein, okay? Okay. Das kannst du bei Aufgaben machen, erste Mannschaft. Und warte, dann... Erstmal Leder. Erstmal muss es laden. Okay. Ich will das Spiel ja nicht überfordern. Nee, nee. Hä? Hab ich das jetzt gerade überfordert? Das wird jetzt dreimal runter, dreimal hoch? Ja, bei mir auch. Ja, ja, bei mir auch. Oder? Alles so, auch. Einer wartet. Aufgaben. Ja, auf mich. Erste Mannschaft. Hast du wieder eine E-Mail? Ja. Und ich muss natürlich auch meinen... Lol? Zur Hölle? Was denn? Was passiert? Aber wo sonst mal bei mir Magdeburg 2 steht, steht da unten Dynamo Dresden. Cool. Schön. Übelst verpackt, ey. Absolut. Übelst verpackt. Ach, nächster Spieler verletzt. Ah, je. Ja, komm, ich will jetzt meine Nachrichten... Warum verletzen sich bei euch immer die Spieler? Was macht ihr denn mit euren Spielern? Das versteht natürlich auch niemand. Nö. Ich hab 0 Verletzte. Ich warte auf 3 Leute hier bei mir. Ja, alles gut. Ich bin gerade hier am Überlegen wegen Neuverpflichtung von der Jugend. Ich hab 5 neue Nachrichten, ich muss die erstmal. Weil ich möchte ja gerne meine zweite Mannschaft als Talentschmiede benutzen, dass ich keine großen Transfers tätigen muss. Oh, Brian Hammerlein in der 11. der Woche. Rodde, Aaron Hunt, Clement, Schaub, Daku,
Tobias Kempe. So. Zusammenfassung und Ratschläge. Nee, ich muss jetzt erstmal das Pointer-Spiel meinen anderen geben. Leitet Pointer-Spiel. Co-Trainer am besten, ja. Ralf Minge, Sportdirektor. Kann ich eigentlich auch Testspiele für meine zweite Mannschaft arrangieren? Ja. Ja, kannst du machen. Ja, ich mache ja schon weiter. Ja, alles gut. Ich war jetzt gerade am Überlegen, wie ich jetzt die Mannschaft ausstelle, wenn jetzt der Nächste wieder verletzt ist. Hast du schon so viele Verletzte? Ja, ich habe, glaube ich, schon 7. Oh, cool. Kann ich mithalten. Weil sie sich entweder im Training verletzen oder beim Aufwärmen oder wo immer. Ganz interessant. Transferausgaben. 0 €. Ja. Oh, das ist aber sparsam gewesen, Flui. Bin ja fast schon begeistert. Das ist schon krass. Nee, von der gesamten Liga. 0 €. Oh, das ist krass. Ja. Das ist heftig. Ja, die war sehr sparsam dieses Mal. Also. England nimmt dir mal ein Beispiel, ne? Ja. Die haben auch 0 €. Oh. Scheiße. Das bezweifle ich. Das haben wir ausgeschalten. England gibt immer Geld aus. Ausfallzeit diese Saison. Kannst du nachschauen, Alter. Einige waren nur 2 Tage verletzt. Hey. Verletzungen diese Saison. Verletzungen letzte Saison. Okay. So, ich weiß zumindest, dass ich gegen den Ruffy eindeutig wieder mit der Mannschaft spiele, die schon mal gewonnen hat. Das ist ein Bluff von dir. Und ich hoffe einfach, dass Becker... Alisson Alter. Becker. Ja, was ist mit mir? Was ist mit dem Becker? Dass er sich noch verletzt. Die der ist aktuell mein Torschützenkönig, weißt du? Ich glaube, der hat 3 Tore erzielt. Nee, 3 Einsätze, 1 Tor. Achso. Ja. Ja. Aber der hat, lol, der ist 18. Ja. Wie gesagt, ja. Ich setze hauptsächlich auf meine junge Abteilung. Also Großtransfers. Ja, ich muss für meine zweite Mannschaft ein paar Spiele arrangieren, damit die nicht zu kurz kommen. Ich versuche das. 3 Spieler für ihr Land aufberufen. What the fuck? Aserbaidschan, Dimitri Nazarov. Für Angola spielt Kaku Talua und für Deutschlands U20 Luke Hemmerich. What the fuck? Bei mir für die U19 Berisha, für Albanien Mergin Berisha und für die U21 Abu Hanna. Deutschland oder was? Israel. Krass. Israel U21. Krass. Kaku Talua spielt einfach für Angola. What the fuck? Ja, hat er sich dafür entschieden, ne? Die spielen 5 gegen Spieler Ruanda. Für ihr Land berufen. Am Mittwoch jeweils. Also ich habe 5 Nationalspieler. Also bei mir ist kein einziger berufen worden. Ich habe 2 Nationalspieler. Vasil Kusev für die U19 von Tschechien. Kevin Ehlers für die U19 von Deutschland. Sascha Horvath für die U21 Österreich. Marco Schubert für die U20 von Deutschland. Und Haris Dujevic für die Nationalmannschaft von Bosnien und Herzegowina. Ja, jetzt mach weiter, Junge. Nee, du warst schon weiter. Ich könnte mir auch ein Notizbuch erstellen, stimmt. Ja, kann man machen. Für die nächste Aufnahme dann, dass ich mir... Längste Zeit bei einem Verein. Ich bin seit 72 Tagen bei Aue. Krass. Wow. Also bin ich ja auch 72 Tage bei Dynamo. Ja. Karriereverlauf. Da ist nichts. Baumgart schon wieder verletzt. Ja, Mai. Läuft bei ihm. Der ist ständig verletzt. Ich glaube, den hau ich aus dem Team. Machst du bei dem die halbe Trainingsintensität? Ja. Das habe ich automatisch eingestellt. Obwohl. Kannst du für ihn extra machen, dass er sich nicht mehr verletzt? Ja. Ja. Will er es gar nicht hören. Muss ich erstmal wieder, ja. La, ich höre nicht. Wie viele Spiele einfach simuliert werden. Training. Zusammenfassung, Transfer. Ja, wo kann ich denn seine Intensität? Freundschaftsspiel, TV-Übertragung. Geil, 8000. Der MDR hat wieder Bock. Der MDR hat Geld.
Training. So, Nationalspieler. Einer. Wo ist denn hier Training? Möller Deli. Dänemark. Ist für Norwegen nominiert worden. Ist er echt Norweger? Echt? Jo. Wer wäre der immer? Alle anderen sind nicht nominiert worden, aber das macht nichts. Ah, hier, warte mal, wo ist er denn der Herr? Baumgart. Oh, der macht gerade bitte Intensität. Ja. Heißt also, ich wechsle ihn. Anmeldezeitraum. Ja, ich habe einfach alles akzeptiert, was vorher auch schon drin war. Ja. Wir haben ja keine Neuverpflichtungen währenddessen. Nee, bloß ich tätige ja regelmäßig zweite Mannschaft, erste Mannschaft, weißt du? Und deswegen maximal darf man nur 99 Spieler melden. Ja. Also wenn du einen 100er Kader hast, dann muss einer... Ja, das ist schlecht, weißt du? So. Trainingsbelastung ist hoch. Bei ganz vielen. Oh, oh. Kein Wunder, dass du so viele Verletzte bekommst. Ja. Naja, so viel habe ich nicht. Schau mal bei Mr. Immon. Ja, wir sind irgendwie alle verletzt. Weißt du, Mr. Immon. Gefühlt kann ich keine Mannschaft aufstellen. Ach, Mann. Leute. Ich bin ja, sorry. Ich musste gerade einen Vertrag abschließen. Sonst wären wir heute gar nicht. Ich hab endlich einen Vertrag verlängert, also. Alle anderen sind gescheitert, endlich habe ich es gepackt. Ich habe auch nur zwei Verträge verlängern können, der Rest habe ich gar kein Geld für. Ja, das wird wohl das nächste Problem sein, das Geld. Mit dir auch, oder? Ja. Das ist echt krass in der zweiten Liga jetzt hier schon. Ja, ja. Also das... Bei FIFA ist alles einfacher. Ja. Finanzspritze. Ja, Finanzspritze aktivieren, Messi erstmal kaufen. Nein, in der dritten Finanzspritze Liga. Wird meistens in der zweiten Saison erst gemacht. Oder wie Flui das gemacht hat mit Sanchez, ne? Ja. So habe ich jetzt auf einmal ein Gehaltsbudget von 9,8 Millionen? Tja. Ja, weil du bist jetzt, du bist ja jetzt raus aus der Transferphase, du bist quasi schon in der zweiten drin. Jo. Also kann ich jetzt andere Verträge wieder verlängern? Ich habe ein Gehaltsbudget von 178.000. Ja, geil. Gewinn, Verlust diesen Monat. Kontostand ist bei mir 11 Millionen. Scheiße. Wo seht ihr? Ach so, da, Kontostand. 6,4 Millionen. Was hast du so immer noch auf dem Konto? Ich war jetzt gerade bei der Jugend. Ach so. Ich habe Geld, das reicht. Ich habe Geld, das reicht. Ja, ihr braucht mir keine Sorgen machen. Wo ist es denn? Finanzen. 17,2 Millionen. Du hast das meiste Geld von allen. Ja, ich habe zwar jetzt im letzten Monat einen Verlust von 371.000 gemacht, aber hey, weißt du. Kann ich einen Kredit aufnehmen? Nein. Wieso willst du jetzt einen Kredit aufnehmen? Brauch Geld. Mach das sonst wie ich mit deinem Fahrspiel aus der Jugend. Apropos Jugend, CMS. Deine Mannschaft spielt als nächstes gegen meine Jugendmannschaft. Ich weiß. Deswegen, ich bereite dich schon mal drauf vor. Ja, Leute, also, ihr seid Trainer von der ersten Mannschaft. Also, Toni, du willst dann Heise von mir verpflichten? Mach mal sehen. Der kostet nicht so viel. Ah ja. Der Wert ist aktuell bei 1,2 Millionen. Kannst du nur bloß ausleihen. Ich muss langsam meine Verträge verlängern, also. Ah, 4 neue Nachrichten. So, Scouting beendet. Ja. Hey, Immon, meine U19 spielt als nächstes gegen deine U19. Ach, jetzt danach? Nachdem gegen Dresden gespielt wird gegen... Ach, Gott. Also zweimal hintereinander drauf achten auf die U19. Alter, mein Vorstand macht übelst dumme Beschränkungen, Alter. Vorstand interagieren. Dein Vorstand Analyse macht über nicht. Den nächsten Gegner Dortmund. Ja, super. Ja. Spielt er mit deine erste Mannschaft? Ja. Ist er jetzt deine erste Mannschaft? Ja. Deutscher Spiel.
Kann man da mal machen, ne? Ja, kann man machen. Muss man nicht, aber kann man. Ja. Ja, wissen. Ja. So, meine zweite Mannschaft sollte anders aufgestellt werden. Weil das hat ja im letzten Spiel ja gar nicht funktioniert. Formation. Wie könnte die denn am besten spielen? Tendenziell vielleicht doch wie die erste. Genau mit der ersten zusammen trainiert. Torwart. Ich habe schon auf Weiter gedrückt, oder? Ja, habe ich. Nee, habe ich noch nicht. Und jetzt. Das mit diesen Verträgen verlängern, das muss ich noch lernen. Okay. Ja, das Weil muss ich mir auch noch mal nach gucken. Dem Scheitern der letzten Verhandlung ist mein Klient derzeit nicht daran interessiert, die Gespräche fortzuführen. Das ist ärgerlich. Naja. Das ist echt so doof, sowas. Wo sieht man überhaupt die ganzen wo der Vertrag endet? Muss man gehst auf Mannschaft, du gehst auf Mannschaft und dort kannst du, wenn die Spalte für Vertrag noch nicht da ist, kannst du Rechtsklick machen und dann Spalte hinzufügen, dann auf Vertrag allgemein und dann irgendwo bei steht da Vertrag bis oder so. Auf wen warten wir denn da jetzt? Nee, Rechtsklick einfach machen auf und dann Rechtsklick bei den Spalten und dann ja. Kannst du dort Spalten. Das tut mir leid, ich dachte, ich hab schon längst. Sorry! Ich dachte, ich hab schon längst. Bitte. Ja, das war lustig gerade. Ach je, so. Wie gesagt, ich bin ja da. Und geht's hier nicht weiter, Leute? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil, wahrscheinlich, weil es der 31. ist. Weil der Transfermarkt schließt. Ja, das kann sein. Du. Ganze Spieler, die jetzt wechseln müssen. Ja. In der letzten Nacht. Ja, das waren einige, weißt du? Das waren einige. Nee, aber das muss ja alles laden und so. Das ist dumm. Letztes Spiel ever. Oh Mann, wir haben alle so einen kleinen Dachschaden. Aber absolut. Passt ja wenigstens, dass wir alle zusammen aufnehmen. Ah, ja. Endlich werden die Spiele simuliert. Wow, zwei sehr Spiele schön. Mussten simuliert werden. Heftig. Und ich habe zwei neue Nachrichten. Scouting-Bericht über Dortmund. Oh, wer spielt denn jetzt im Tor? Däubel. Aha. Toljan, Sagadu, Böhmer, Hakimi, Rode, Delaney, Kagawa, Wolf, Philipp, Sancho. Boah, das ist Immer, quasi die erste du, Mannschaft. Hast du eine Nachricht bekommen? Eine habe ich bekommen. Welche war das? Es war die UEFA Nachricht. Europa League wurde ausgelost. Gruppe D, RB, Cluj, Arsenal und Nicosia. Dass mein Spieler ins Training wieder eingestiegen ist. Ach so, ja, ich gehe ja schon wieder weiter. Obwohl, warte mal, ist das. Ich glaube, das war ein Fehler, auf weiter zu gehen. Ja. Na, ich wollte eigentlich auch was machen, egal. Ja, weil meine zweite Mannschaft spielt doch jetzt. Oh. Was denn? Ist doch unwichtig. Nein, die ja, spielt, Mann. Die spielt das wichtige Spiel gegen Norderstedt. So. Dann ist ja Deadline abgelaufen. Ach, so ein Scheiß aber auch. Ja, Mann. Ich wollte doch gerade noch zugreifen, weißt du? Ja, dann machst du die Channel. Ich wollte mir gerade noch Medal holen, aber ja, das ging nicht. Alter, Champions League Auslosung. Echt? Wo kann ich die gucken? Du musst oben Champions League eingeben. Hapoel Beersheba ist dabei. What the fuck? Champions League? Was ich dafür Champions Cup oder was? Nee, Champions League heißt es bei mir, weil ich habe die Datei, bei dir müsste es dann Champions Cup sein, wenn du es nicht umbenannt hast. European Champions Cup. Extra-Datei. Mhm. Alter, Schalke spielt mit Galatasaray und Lok in einer Gruppe, das stimmt sogar. nur Eindhoven ist noch mit drin. Liverpool mit Turin, Donetsk Bayern und Glasgow. RB Salzburg. Ey, da ist doch was falsch. Die schaffen das nie in die Champions League. Ist er eigentlich RB oder FC? Das ist FC RB Red Bull. Also eigentlich FC Salzburg in der Europa League.
Es ist scheißegal, weil, wir wissen alle, was das eigentlich ist. Ja, wir wissen es. Und in der Europa League? Was ist denn jetzt mit meiner Kaderregistrierung? Oh, fuck, ich muss ja die Auswahl. Europa League ist, glaube ich, nur ein deutscher Verein mit drin, mit Red Bull Leipzig. Ach, oh, Schande. Das ist ärgerlich. Traurig. Ja. Nee, Leverkusen ist auch noch dabei. Gruppe oh, I. Dank, was ja, mit Frankfurt? Und Frankfurt ist Gruppe K. Ja, siehste. Mit Chelsea und Sporting. Kann man machen. Die rotzen die alle weg. Eintracht RIP. Leverkusen mit Fenerbahce, Astana und FK Ufa in einer Gruppe. Borussia, ja. Borussia. So, ich bin bereit. Nicht? Ja, ja. Real Betis ist auch dabei. Ajax ist nur in der Europa League, hat es nicht geschafft, sich für die Champions League zu qualifizieren. So, wo bist du denn? Wo bist du denn? Da bist du? Oh. Die höchst gesetzte deutsche Mannschaft ist Bayern 04 Leverkusen auf 5. Hä? Hey, es gibt ja tatsächlich auch die Nations League. Ja, gibt's auch. Ja. Die heißt bei mir auch Nations League, weil ich die Datei schon... Bei mir heißt sie European International League. Also ist schon sehr ähnlich. Ja. Ja. Fluyen Immern. Ja, ah, wie ja, gesagt, ja, ich bin dabei, hier meine Mannschaft aufzustellen. Ich hab aus Versehen was... Es ist Samstag 0 Uhr, Leute. Ja, okay. Ich hab mich verdrückt. So, Deadline... Ja, alle Mann, deine U- ja, deine ja. zweite Mannschaft sollte dich nichts jucken eigentlich. Nein, für mich ist die wichtig. Oh Gott. Ich habe meine Nachricht nicht vernünftig gelesen. Oh. Und außerdem hat jetzt Björn Roten einen neuen Dreijahresvertrag bei mir jetzt unterschrieben. Schön. Jendrusch ist Zielstreber geworden. Hat mehr Kraft. Oh, ich habe 4 Nachrichten bekommen. So, ich gehe jetzt noch weiter. Wichtige Termine im September. Nicht wird. Anstehende zu scoutende Wettbewerbe. Habe ich schon gespielt? Nö, habe ich nicht. Okay. Gut. Oh, FA Youth Cup. Stürmer. Okay. Europas U20 Elite League. Das klingt sehr interessant. Klingt gut. Alle Positionen, großes Talent. Hier ist doch Position. So. Lassen wir einfach mal den spielen. So. Das ist irgendwie so ruhig jetzt auf einmal. Ja, ja, wir müssen scouten. Ah, so. Ja, und ich bin dabei, wie gesagt, mit der zweiten Mannschaft hier so ein bisschen was zu machen. Und ich bin ein bisschen am Verträge arbeiten. Aha. What the fuck, Sergio Gomez kostet... Was? 28 Millionen? Hä? Cool, ich mag die deutsche Presselandschaft. Warum? Ein Spieler, der 2,6 Millionen wert ist. Dynamo Dresden wäre angeblich ein Angebot in Höhe von 28 Millionen für Sergio Gomez abgegeben. Das Geld habe ich nicht mal. Oh, ist das lustig. Gleich mal verpflichten, ne? So ein Gelapp. Das ist lustig. Ja. Ich mag die deutsche Presselandschaft. Landschaft. Landschaft. Oh, Kevin Ehlers, 9,5 Kingsquote. Okay, die zweite Mannschaft kann ich kein Training geben. Schade. Doch, du kannst die aber mit der ersten trainieren lassen. Ja, ich glaube, ich habe das auch irgendwo eingestellt. So, ich habe ja schon auf weitergeklickt. Gut, dass ich darauf geachtet habe, auf weiter zu klicken. Immon, was macht denn deine U21 eigentlich zu Silvester? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die machen Freundschaftsspiel. Ich mag diese Freundschaftsspiele. Freundschaftsspiellandschaft, meinst du? Ja, mal gucken, was ich so Silvester mache. Ich brauchte nämlich ein paar Freundschaftsspiele und da habe ich dann gesehen, oh, Magdeburg, Pauli, nicht schlecht. Ach, guck mal,
meine U19 spielt auch am 29.12. Also. So, wer hat noch nicht auch weitergemacht? Wer hat noch nicht? Wer will noch neu? Ach so, okay. Sonst hätte er sich immer beschwert. Ne? Was? Ja, was? Ganz ehrlich, ich hab nichts gehört. Wow. Also, wenn ich so meine Spiele anschaue, ich habe eine relativ gute Defensive. Mit den Freundschaftsspielen habe ich jetzt in 1, 2, 3, 4, 9 Spielen habe ich 3 Gegentore kassiert. Okay. Kann man so machen. Ja, geht. Geht, alles noch im grünen Bereich. Jo. Ach, ja. So, schauen wir mal, ob jetzt die zweite Mannschaft gut vorbereitet ist für das Spiel gegen Norderstedt. Norderstedt? Norderstedt? Es hat Norderstedt. Sagt das Norderstedt? So. Erzgebirge Aue für TV-Spiele ausgewählt gegen St. Pauli. Ey, wer hätte das gedacht? Ja, bei mir auch. Gegen Bielefeld und Paderborn. So, nächster Spieler hat sich verletzt. Ernsthaft? Becker? Ja. Nee, ja, oh. der unwichtiger Spieler, Gott sei Dank. Schade. Fällt 4 Wochen aus. Ah, fällt nur 4 Wochen aus. Ja, pff, weißt du, 7 Verletzungen, also passt schon. Ich suche immer noch nach Spielern, die ich in der Winterpause kann. Ja, und ich bin schon noch weiter, also ich warte. Nö, ich habe noch 4 Nachrichten zu lesen. Monatliches Finanzupdate. Oh, Finanzupdate. Ah. Das hatte ich hier auch. Wie gesagt, also grundsätzlich habe ich ein Minus gemacht, aber das ist halb so wild. Oh, Penimir Mlapa und Ayase Osman auch noch 4 ihre Länder berufen. Also sind 7 Spieler nicht da. Cool. Gut. Ach ja, Nazarov ist ja gar nicht da. Oh, es geht weiter. Freundschaftsspiel. Okay, Freundschaftsspiele ja. U21. Oh ja, lass ihn machen. Ich gehe in meinen Posteingang. Ja, Zufriedenheit des Vorstandes. Naja, mit der Kaderatmosphäre sind sie zufrieden, mit meiner Taktik auch. Mit meinen Finanzen, naja. Ja, bei mir sind sie alle auch zufrieden. Update so. Los mit den Spielen. Mit den 15 Uhr Spielen. Mein Spiel ist, glaube ich, 20:30. So. Ah, jetzt. Gucken wir mal, Florenz 4-0 gegen Genua. 4-1 Borussia Dortmund und 19 gegen. Gegen das Genua, was du. Hast du nicht gegen Genua gespielt? Ja. Galatasaray verliert gegen Malatyaspor. 0-2. What the fuck? Gegen das Genua habe ich einen Unentschieden erarbeitet, erkämpft, erfightet. Ja. Die verlieren. Gera gewinnt 4-2, sehr gut. Augsburg 2-3 gegen Gladbach. What the fuck? Die Bundesliga spielt? Bundesliga spielt? Nee, die können ja auch ein Freundschaftsspiel. Ja, die können ja Freundschaftsspiel. Ja, spielen. Warte mal, gucken wir mal ganz. Ach, das sind ja hier alles Freundschaftsspiele. Ja. Ist ja Augsburg mit dabei? Das sind ja so. Alles 19 Spiele bei mir. Sehr mäßig. Ich würde mal sagen, mein Team hat deins besiegt, ne? 2-1. Kann passieren. Und meine zweite Mannschaft hat auch Norderstedt besiegt. Sehr schön. Es läuft alles nach Plan. What the fuck? Meine Mannschaft hat 3-1 verloren gegen einen tschechischen Zweitligisten? Würde mich verarschen? Dam, dam, da. Ich muss komischerweise... Meine U19 hat 1-2 gegen die U19 von Carl Zeiss Jena verloren. Naja. Ich habe 62% Ballbesitz gehabt. 17-13 Schüsse. Also... Naja. Gut, dann kann ich ja jetzt das neue Training anfangen. Für das wichtige Spiel. Obwohl, na, ist es ja noch nicht so. Obwohl, na, ist es in 14 Tagen. So. Nations League ausgelost. Nations League ausgelost? Oder? Ja, Nations Deutschland League ist in der Gruppenauslosung vertreten. Im Eurocup. Ach so. So. Ja, die Bomben sehen wir uns, glaube ich, gar nicht erst an. Ach ne, Eurocup ist Europa League. Ja, Europa League ist Eurocup. So. Okay. Merke ich mir. Haben die denn jetzt überhaupt gespielt? Tendenziell? Ja, haben sie. Gut. Fitness weg. Sehr schön. Die haben gespielt, das heißt, ich kann sie wieder einsetzen. Das heißt, ich kann ihn jetzt wieder einsetzen. Sehr schön. Und Marco Huber von Borussia Dortmund auf der Liste von Magdeburg. Ah, so steht das da? Ja.
Verdammt, ne? Jetzt hab ich's mitgekriegt. Shit. Ja. Ich hasse die Presse. Definitiv, definitiv. Ja, wir sind am 2. September und das nächste Spiel ist am 13. Ja, und wie wär's, wenn wir weitermachen? Ich bin CMS! Oh, ich dachte, ich hab draufgeklickt. Sorry. Den noch schlimmer, 15. erst, Alter. 5. Ja, ich spiel gleich gegen Dortmund. So, nächster Spieler verletzt. Gott. Dann. Damn it. Keine Plan, wie Hannover 96 mit einem Unentschieden davongekommen ist. Hatten die überhaupt mal den Ball? BVB versus HSV Hannover 96. Oh, ist das lustig. Lustig. Ja, lustig. Nur noch 2 Tage bis zum Spiel des Spiels. Glaubst du, dass du gewinnst? Nö. Wie mit der zweiten Mannschaft. Sie sollen alle Spielpraxis bekommen. Darum habe ich das Spiel ja organisiert. Hast du so viele Spiele in deinem Kader, echt? Ja, die kommen jetzt alle wieder nach ihrer Verletzung zurück. Da kriege ich immer mehr Spieler. So einen großen Kader habe ich nicht mehr. Ich habe 30 Spieler insgesamt. So, Posteingang, geh auf. So, achso, ja, den wollte ich ja ändern. Ah, Trainingsplan. Andere Aufstellung. Jo. Und jetzt trainieren wir Taktiken. Kann ja alles sinnvoll sein. Bei einer Standardsituation. Bälle. Freistöße. Meter. Man weiß ja nie, ob ein Elfmeter mal fällt. Nö. Nein. Definitiv. Nein. Definitiv. Ja. Jupp. Und jo, weiter geht's. Aber es ist natürlich ärgerlich. Bei mir verletzen, also bei mir gefühlt habe ich fast keine Bank mehr. Die sind alle verletzt. Es ist ein Graus. Solltest mal auf dein Training schauen. Ja. Ich habe 2 Torwarttrainer. Aber die sich... Kündige ich dem einen. Aber die sich verletzen, sind immer diejenigen, die keine Spielpraxis haben. Das ist Thomas Aichin? Was ist mit Thomas Aichin? Thomas Aichin hat das Vertragsangebot als Sportdirektor des FC Erzgebirge Aue angenommen. What the fuck? Helge Leonhardt hat den... What the fuck? Aichin. Alles klar. Ja, Thomas Aichin ist jetzt bei mir übrigens Sportdirektor, Alter. Mensch, du hast ja richtig ins Klo gegriffen. Ja. So. Ich mache mir jetzt bei meinen Mitarbeitern unbeliebt. Ich werde einen Torwarttrainer feuern und einen neuen einstellen. Aha. Und warte, ich muss erst mal schauen, wie gut er ist. Personal. Endlich, ja. Hier sehe ich die Mitarbeiter. Ich wollte gerade schon fragen, wo sehe ich das, aber da. Thomas Aichin, Sportdirektor. Fähigkeiten 11-13. Führungsstil. Wo kann man direkt nach solchen suchen? Was? Ich hab bei, wenn ich auf Mitarbeiter gegangen bin, da kannst du direkt, da gibt es so ein kleines Männchen mit einem Plus drin und da kannst du dann Anzeige aufgeben zum Beispiel und dann für was du willst. Ich habe eigentlich eine Anzeige zu einem Scout gemacht, jetzt habe ich einen Sportdirektor bekommen. Naja. Ja. Hast du jetzt wirklich in der vor deiner Nase sitzt? Ja. Naja. Jetzt kann ich wenigstens dem Sportdirektor sagen, dass der die Vertragsverlängerung machen soll. Ja, da habe ich nämlich dann keine Probleme damit. So, Thomas Aichin wurde jüngst eingestellt. Ich freue mich, Thomas, willkommen zu heißen, sagt der Timo. Du auch. So. Du auch. Ah, 4 Spieler auf Länderspielreise und danach sind 7 unterwegs. Immerhin. Maximus heißt Aichin beim FC Erzgebirge bekommen. Da kann ich dich direkt mal um Vertragsverlängerung kümmern. So, dafür habe ich dich eingestellt. Danke.
Der so, Suche nach Torwarttrainer startet. Bei mir ist das Spiel irgendwie eingefriest. Ja, war es eben bei mir kurz auch. Ist manchmal so. Jetzt, Alter. So, du bist auf Länderspielreise, da kann Tim Boss spielen. Tim Boss! Der Boss. Der Boss. Spielreise, Länderspielreise, Länderspielreise. Wollt ihr mich verarschen? Alle Spieler. Justin Löwe, es mangelt ihm an Spielpraxis. Philipp Heise darf wieder spielen. Ja. So. Immer Tiffert wird keine Vertragsverlängerung wollen. Nee, warum das denn? Alter, der ist jetzt schon 36. Oh. Gut, ich bin fertig, wir können weitermachen. Ja, es fehlt halt nur noch CMS wie immer. Ja, ja, ich muss meine Mannschaft aufstellen. Hallo. Ja, ich hab meine Mannschaft schon aufgestellt für das Spiel. Solange sich da keiner verletzt, ist alles gut. Solange sich keiner. Ja. Insbesondere hier Ruffys Lieblingsgegner. Ich bin gespannt, wann wir noch zum Spiel, ob wir noch zum Spiel kommen. Ja, das ja, ja, wird ja. Nichts mit CMS. Hallo, ich hab doch gedrückt, Jungs. Kann man vergessen. Beruhigt euch. Alter, hust nicht so. Stirb lieber langsam leise. Super. Sehr jetzt müssen wir, Nachrichten. Was ist da müssen wir noch abwarten, dass, bis Dynamo durchgespielt ist. Spielt auch noch irgendwer anders? Nö. Zum Beispiel St. Pauli oder so? Wo ich noch ein bisschen. Nee, ich spiele keine Freundschaftsspiele. Ja, zeigt nicht so. Oh, das ist natürlich ausverkauftes ärgerlich. Spiel. Ausverkauftes ja, Freundschaftsspiel. Gegen Dortmund. Ja, um 8 Uhr. Um 8 Uhr früh. Dortmund ist ja auch Dritter in der zweiten Liga. Bremen ist Zweiter, what the fuck. Holy shit. Realismus SL. Na, nach zwei Spielen. Naja, Bayern ist auf alle Fälle Erster. Frankfurt 16. Hoffenheim 15. Läuft. So, fortfahren. Ich bin noch fortfahren gegangen. Ja, ich bin gerade. Ja, es fehlt noch einer. Ja, ich. Also Immon. Ja. Immer. Ja, und jetzt bin ich ja. Ja, ich bin ja, immer ja, schuld. Ja, 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 ja. CMS ist immer schuld, ne? CMS ist schon wieder schuld. Wie hast du gespielt? Einfacher Sieg für Borussia Dortmund 2-0 hat er gewonnen. Ja, ist okay. Es ist okay. 2-0 ist ein echt super. Paco Alcacer hat gespielt. Ja, und Tobias Raschel. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, aber der hat getroffen. Heiser hat durchgehalten. Haben die Knochen gehalten bei allen Leuten. Bin ich schon mal froh drüber. Keine Verletzung, yay. Yeah. Yay, keine Verletzungen. Woo-woo. 3 Nachrichten im Posteingang schon wieder. Länderspielüberblick. Aha. Schön. Böser sichert sich neuen Vertrag. Das ist. Oh. Flug ist auf einmal still. Ja. Boah, cool. Ich hab einen Probespieler. Von Zenit St. Petersburg. What the fuck, einfach nur. WTF? Ja? Kannst halt. Ich hab einfach gescoutet. Da war die Möglichkeit, Probetraining anfragen. Und naja, da hat Zenit St. Petersburg hat ja gesagt. Wie geil ist das denn? Heftig. Wie geil ist das denn? Ja, ja. Wissen gar nicht, ist der jetzt schon da? Oder? Ne, der macht das beim Training mit. Den siehst du nicht im Kader, der ist einfach beim Training doch, dabei. Doch, den siehst du bei der Mannschaft dann. Krass. Und der ist noch nicht da. Frage ist, wann kommt er? Antwort benötigt. Antwort geben. Oh. Kann nun beginnen. Aha, okay, wann kommt er? Also ist er jetzt da. Also muss ich quasi noch ein Freundschaftsspiel arrangieren. Und? Oh, egal. Bin noch fortfahren gegangen. Ja. Gut. Dauert halt ein bisschen. Hat noch nie geblinkt. So. Ich hab jetzt mal kurz in meinen Karriereverlauf reingeguckt. Da steht nichts. Ja, Erzgebirge Aue bietet Alex Meyer Probetraining an. Was? 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 Warum steht das denn da? Verstehe ich nicht. Warte mal, das mache ich auch mal. Ey.
Wollte ich nämlich eigentlich auch haben. Nein. Gucken, zu wem er lieber kommt. Bin ich auch mal gespannt. Habe ich schon wieder eine Nachricht bekommen. Na los. Magdeburg bietet mal im Profi-Training. Nicht der Ernst. Flui, nee, immerhin möchtest du auch noch. Nö! Alter. Oh. Auf wen warten wir jetzt? Auf Rufus. Ja, auf mich. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Ah, jetzt ist er mit drauf. Oh fuck, ich muss. Was? Schade, ich kann ihn ja nicht einsetzen. Das ist echt schade. Wie ihr einfach den Spieler wegsnacken wollt, ey. Wir alle drei erstmal Angebot. Ja. Komm trainieren. Hast du Lust? So. Wir sind jetzt, nee, nicht im Dezember, sondern wir sind im September. Dann können wir nochmal... Lol, Marco Fabian ist gewechselt. Oh. Für 2,5 Millionen. Ui. Fuck. Nach Pachuca. 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 Also, du meinst jetzt im Real Life, oder wie? Nee, jetzt hier. Achso. Alter, FC Magdeburg hat eine sehr geringe Reputation. Was? Wo, was? Bei mir. Was bedeutet das? Naja. Was, naja? Die sind wohl schlechter eingeschätzt. Ansehen, ja, schlechter Ach eingeschätzt. So. Achso, jetzt von der Liga her, oder wie? Jo. Von der Stärke her. Weitermachen, Leute. Ich bin schon noch weiter. Ja. Ja, auch. Ich möchte gegen Fortuna Chemnitz spielen. Oh, kannst du das nicht irgendwann anders machen? Nein. Ja. Muss gemacht werden. Nein. Ich hätte noch mal gegen Dortmund spielen können, aber da hätte ich 250.000 Euro bezahlen müssen. Das erste Testspiel war umsonst. Das erste Testspiel war umsonst. Meier wird zur Probe bei Dynamo Dresden trainiert. Oh nein! Du Assi! Ja, weil du halt mehr Situationen hast als wir beide. Jawoll, jawoll. Er lehnte ab bei Erzgebirge Aue und Magdeburg. Ja. Der wird ganze 4 Wochen bei mir trainieren. Alter, ja gut, der ist vertragslos. Ja. Der nimmt jedes Angebot an, eigentlich. LOL, du bist schon gewechselt, der ist schon gewechselt zu dir. War der erst zu dir? Bei dir? Ach nee, das steht jetzt da. Okay, sorry. Stammspieler, aber möglicherweise über seinen Zenit. Was, Zenit St. Petersburg? Schenkelklopfer. das wird immer flacher hier. Das ist so. Ach, das ist lustig. Stolzer Angola-Debütant. Angola, neuer Nationalspieler der. Jérémy Toulon hat das Vertragsangebot von 1. FC Magdeburg zum Probetraining abgelehnt. Jawoll! Oh! U19 Spieltagsüberschneidung. Ah, da kann ich, glaube ich, den Herrn. Nachspielen. Lol, man kann sogar die Probespieler für die U19 spielen. Ja, genau, lassen. Das möchte ich ja machen. Also bei dem Jungspund. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich spiele damit jetzt gegen Kems. Ach nee, der darf spielen. Der ist sogar auf der Leihliste, den ich hier bei mir habe. Cool. Was? Nichts. Nichts. Alex Meyer. Aber den Spielen darf der ja nicht mitspielen, ne? Nee. So, jetzt halt das auch. Ich muss jetzt meine Mannschaft, meine U19 jetzt aufstellen gegen Magdeburg. Ich wollte das Spiel gegen Magdeburg noch aufstellen. Boah, lass das doch deinen Jugendtrainer machen. What the fuck? Kriegst du was nicht hin? Doch. Gut. Wenn ich verliere, dann ist es deine Schuld. So, jetzt gucken wir mal. An allem ist Rufus schuld. Du spielst ja jetzt noch nicht mal. Es ist immer noch Freitag. Ach nee, du spielst. Und? Ja, jetzt ist noch nicht gespielt. Ach! Ja. Hauptsache, jetzt muss ich das machen. Ja. So, ich muss nur kurz mal in die zweite Mannschaft für ein Spiel verschieben.
Jetzt können wir weitermachen. Auf wen warten wir? Na, dann mach. Ja. Ja, wie immer. Wie immer. Mann, wie ich immer. Bin schon auf weiter. Ich bin schon auf weiter. Ich bin der Norddeutsche. Ja. Mann, Heidenheim ey. Verliert Schlüsselspieler. Werden. Cool. Weiß ich doch. Nee, Robert Strauß. Nations League, Liga A, Niederlande treffen auf Deutschland. Das ist doch was, nichts Neues. Oh, jetzt um die Uhrzeit spielt und meine... Und Frankreich, ach, die Auslosung ist dieselbe gewesen wie in Real Life. Das ist vorprogrammiert. Vorprogrammiert. Baumgart ja, bereit, Wechsel von Collins zu erlauben. Bertram lehnt nur einen Zweitliga-Vertrag vom FC Erzgebirge Aue ab. Oh. Ah. Rizzuto lehnt ab. Schuberts krass. Training loben. Wow. Gut. So. Wen warten wir? Ich weiß es nicht, auf mich nicht. Fitnesstest. Noch nicht für einen Fitnesstest bereit. Ah. Traurig, traurig. Boah, ist das dumm. Oh, Magdeburgs Zweite spielt gegen Oberneuland, also komm. U23. U23. U23 oder zweites. Genau Sportfahren. Und Sieg. Und Trommelwirbel. Lädt noch. Lädt noch. So lachen. Salzburg zu Lalonde. Middlesbrough. Stoke gewinnt 5-3 gegen Middlesbrough. Auerbach gegen Chemnitz 0-0. Jawoll. Wolfenbüttel gegen Delmenhorst. Wolfenbüttel. Hab ich auch so gelesen. Wolfenbüttel hat gewonnen. Nördlingen gegen Kottern 1-2. Eswatini gewinnt 1-2. 1-2 gewinnt Magdeburg. Siehst du, geht doch. Ach nee, St. Pauli hat gespielt, ne? Oh, rote Karte. Ernsthaft? Ich hab 0-0 gegen wen? Wiesbaden gespielt? Wollt ihr mich mal verarschen? Sagen, meine U19 hat souverän 5-3 gewonnen gegen meine. Ah, meine hat verloren. U19. So ein Scheiß aber auch. Und meine zweite Mannschaft hat auch gewonnen. Sehr schön. Also beide, meine Jugendmannschaft. Meine U19 hat schon wieder verloren. Ja, ich hab doch gerade eben gesagt, gegen mich hast du verloren. Kümmert euch. Ja genau, schäm dich. Aber also ich hab nicht zu. In der 30. Minute brachte der erfahrene Achtung, in der 30. Minute brachte der erfahrene Alter. Stürmer Alexander Meyer Dynamo Dresden mit einem Fundschuss aus 21 Metern in Führung. Das ist doch mal der Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn. Der hat einmal getroffen. In der 30. Minute. Hat aber die beste Spielnote von 8,3 bekommen. 30-0 Schüsse. 9000 Zuschauer. Dynamo, ja. Oh, sorry, tut mir leid. Da ist jemand nicht so zufrieden mit meinem 4-0-Sieg. Über Fortuna Chemnitz. Das ist mir egal. Jawohl, Philipp Wollscheid kommt als Probetraining zum... ersten FC Magdeburg. Da freut er sich. Die ganzen Probespieler. Ja, einer sagt, er kann Probetrainings machen. Schon machen alle anderen auch Probetrainings. Ich hab da. Danke für die Idee. Gerne. 4 Wochen, Alter. Nach dem Spiel. Also könnte ich ihn ja quasi jetzt schon. Da geht über nicht. Auf wen warten wir? Wie immer. Sorry. Kentschikows Probetraining endet. Gerechte Fremdienst, Alter, wollen mich verarschen. Ein Kommentar abgeben. Ihr nervt mich so. Immer einen Kommentar von mir wollen. Ach cool. 0 Euro. Bernd Schneider, kennt ihn jemand? Ja, klar. Der hat sich beworben bei mir als Scout. Hey, cool. Ist doch cool. Hol ihn doch. Na, der ist schlecht. Hornig will den Erzgebirgesjob. Dirk Anders, aha. Aha.
Den gönne ich mir jetzt. Der hat sogar gute. Ja. 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 Den kann man mal machen. Ja. Hornig will den Job. Wer ist denn Jörg Hornig? Du bist schlecht. Du bist schlechter als anders. Du bist schlecht. So, Vertragsangebot machen. What the fuck? Wandlung abbrechen. Vertragsangebot. Oh, jetzt hat er, ja, weil ich gerade das abgebrochen hat. Jetzt will der anders nicht mehr zu mir. Oh, ich habe vergessen, auf weiter zu klicken. Länderspielüberblick. Aserbaidschans Dimitri Nazarov. Ich habe 13 neue Nachrichten. 2. Als ob. 13? Willst du mich verarschen? Ja, 13, das steht da. 13 neue Nachrichten. Und zwar. 0-3 gegen Kosovo verloren. Alter. In der Nations League. Alter, der macht sich ja quasi. Ja, schade. Der macht sich ja quasi. Kann ja eigentlich Nation. Quasi nur verpflichten, den Herrn Meier. Verdammt, ihr könnt das jetzt gerade auch. Was? Ja, wir könnten den Meier auch verpflichten, wenn wir Lust haben. Ja, bei mir wurde er eben gerade empfohlen, so von wegen hier, fehlgeschlagen in Dresden, kannst du mal fragen. Nein, der ist nicht fehlgeschlagen hier in Dresden. So, diverse Spieler sind beim Probetraining bei mir angenommen worden. Deswegen, 13 Stück. 13? Aha, da hat jemand... Krank. Oh, Mann. 13? 13. Ich habe 13 Leute, die ich jetzt gerade da habe, um zu gucken, ob sie gut sind oder schlecht. Und die sind in der Regel alle zwischen 16 und 20. 13. Ja, 13 Stück. Die sind, wie gesagt, alle zwischen 16 und 22. Ich habe 2 talentierte Spieler dabei, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob sie dann... Einer zum Beispiel vom FC Bayern München. Ja, gucken wir einfach mal, wie der sich vermacht. Spielt bei der U19 in Bayern. Ja, Stille kehrt ein, ne? Voll schockiert alle. 13. Lol, Magdeburg verpflichtet Leverenz. In real life. Okay. Cool. Von Holstein Kiel. Ach der? Ja, der wollte ja von Kiel gehen, aber es war die Frage, wohin. Immon und CMS fehlen. Ja, ich bin wie gesagt immer noch am hier gucken. Ah nee, der ist mir frei. Also ihr könnt Meier für günstiges Geld verpflichten. Das brauche ich nicht. Ich habe gute Stürmer. So, dann schauen wir mal, wie sich die sich jetzt da... 12 neue Nachrichten. Wie die sich da jetzt machen, die ganzen Spieler. 12 neue Nachrichten. Was denn, bist du... Hast jetzt extra eine komplette... Warte, ich sehe, was der für Start. Als ob. Als ob. Ausmachen muss ich zum Nationalmannschaft. Er hat Evina von den Bayern. Er hat Evina? Ernsthaft? Ja. Mhm. Nein! Im Probetraining, ja. Ich hab ja gesagt, ich lasse das mal, meine Transferideen und ähnliches bis Dezember auf mich wirken. Das ist einer von denen, die ich haben möchte, gerne. Den hole ich mir. Weil er schön auf der linken Seite relativ gut einsetzbar ist und ja, weiter. Gegebenenfalls als... kurz- oder langfristiger Möller-Deli-Ersatz da an der linken Seite agieren könnte, weil ja mein Norweger jetzt auch nicht mehr zu den Jüngsten gehört. Na, ich glaube 28 ist er, ne? Mal. Ach, Leute. Okay, ich habe mich doch gehört. Er gehört noch zu den Jungen. Okay, ich brauche keinen Ersatz dafür. Warte mal, Immon. Aha. Ich schick dir meine Nachricht. Wo schickst du mir eine Nachricht? Du müsstest jetzt eigentlich eine bekommen haben. Eine Anfrage. Gott. Ja, bei mir steht erwartet. Ich müsste jetzt mal vordrücken, dann kann ich mal gucken. Komisch. Ja, ich muss ein Pressegespräch abgeben, aber ich glaube, ich mache einfach mal keinen Kommentar.
Semes. Ja, so heiße ich. Bald ist wieder Liga. Alter. Ja, endlich. Beide endlich. So, ich glaube, jetzt kommt deine Nachricht. Ich hoffe, du hast eine bekommen. Oder das bekommt es. Nö. Scheint wohl nicht. Nö, steht nur Wochenplan. Ich habe nämlich eigentlich Latina Traoré einfach mal so eine Anfrage geschickt, ob ich den verpflichten kann. Ach, dir. Das ist doch mal eine nette Sache, ne? Also und da, ich wollte ja mal fragen und so. Ja, das kannst du ja machen, ne? Weil so Perspektivspieler bei den Bayern. Latina Traoré, du meinst hier den Stürmer? Ja. Ja, den habe ich auch. Den habe ich auch eine Anfrage gestellt, der wollte aber nicht zu mir kommen. Oh, das ist aber traurig. Dafür habe ich jetzt Lukas May verpflichtet. Ja, also, am Mai war ich auch im Überlegen, habe aber dann gedacht, naja, ich habe genug Innenverteidiger, ich brauche keinen. Warte mal, das ist ganz einfach, ich kann das unterbinden. Der kommt wieder zurück zu Dynamo, da könnt ihr nicht machen, der Lars Lukas. Der bleibt in Dresden, der geht zu keinem anderen Verein. Vergiss es. Ruffy sagt erstmal nichts dazu. Der hat nur schon. Ja, klar. Lars Lukas May kommt wieder zurück nach Dresden. Hat er mal in Dresden einfach gespielt? Ja. Er kommt aus der Dynamo-Jugend. So? Ja. So, zwei neue Nachrichten. Wollen wir mal. Ein Wechsel zu Dynamo Dresden kommt für mich nicht in Frage. Es ist schon. ich hab ja bloß in Erwägung gezogen. Also, mein Scout hat das genau fast selbe gescoutet wie beim DFB-Pokal, Ruffy. Will ich dir nur nochmal sagen. Er hat fast genau dasselbe gescoutet. Toll für dich. Und toll für dich. Toll für dich. Kann sich ja nicht viel ändern. Ja, innerhalb also von zwei Spieltagen. Ja. Naja, war ein Spiel dazwischen, also von daher. Ja, und das hätte ganz, ganz böse enden können. Ja, die haben ja keine große Mannschaft, die Bayern. Ganz schön dünnes. Dünnes Fleckchen. Dünner, ganz schön dünner Kader bei den Bayern. Das sind ganze 21 Spieler. Ja. Manchmal kannst du es eben, manchmal und muss alle, es dir erlauben. Und gerade gesehen, über die, also davon, 16 davon auf Länderspielreise. Auftrag abgeschlossen. So. Jeder hat schon 5 Spiele gespielt in der Regionalliga. Alter. Das sind die Tabellenführer, das sind aktuell die Aufsteiger oder eventuellen Aufsteiger. Vielleicht auch nicht. So, ich habe nur 5 Tage. Das heißt, ich sollte mein Training jetzt umstrukturieren. Aber ich glaube, das ist so in Ordnung. Ja. Ja. Bevor sich jemand verletzt. Bevor sich jemand verletzt, lasse ich das so. Ja. So, scoute ich noch ein paar Spieler, die ich vielleicht haben möchte. Ja, bei dem bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher. Sollte ich nicht. Könnt ihr meine Zuschauer mal sagen, sollte ich nicht. Solltest du. Sollte ich? Ja. Ich war jetzt gerade so vertieft in meinen Transfer, dass ich jetzt gar nicht darauf geachtet habe, was du jetzt gesagt hast. Ich habe gerade hier einen Spieler offen und da bin ich am überlegen, ob ich ihn Probetraining machen lassen soll oder direkt anfragen soll, ein Angebot machen soll oder eher nicht. Wie heißt denn der Spieler? Das verrate ich nicht. Ach so. Aha. Ja. Geheimnistuerei hier. Ja. Und dann soll ich dir jetzt sagen, ob du jetzt den Spieler holen sollst oder nicht, ja? Naja, wenn du dir mein Video anguckst, kannst du dir immer danach sagen, ob ich den Spieler holen soll oder nicht, weißt du? Weißt du? Spielt auf dem Niveau von der Regionalliga nur. Könnte aber in der Zukunft in der zweiten Liga spielen. Ich glaube aber eher nicht. Ich glaube, es ist nicht. So, ein ehemaliger südkoreanischer Nationalspieler. Nein. Hallo, ich. Auf jeden Fall. Ich bin schon durch. Nee, wir warten diesmal. Rufus. Rufus. Rufus.
Rufus. Alter. Was denn? Halt's mal! Dynamo Dresden macht Angebot für Dennis Brosinski. Ach, da bleibt auch nichts geheim. Rokowski. Es steckt deutsche Presse. Deutsche Presse. Auf die. Scouting Meeting. Na komm, lade mal. Verletzungsbericht. Juhu, nur noch zwei Spieler, die verletzt sind. Gut, dann schauen wir das nachher. Ja, Stille kehrt ein. Nächster Verletzungsbericht. Oh, jetzt sind nur noch vier verletzte Spieler. Ja, das ist doch... Ich. Zwei weniger. Okay, einer meiner... Schön. Einer meiner Spieler, die ich im Probetraining hatte, hat sich verletzt. Ja, das ist hey, eine tolle Sache. Den das läuft ja. Den verpflichte ich. Das ist ein guter Spieler. Der ist schon gleich im Probetraining verletzt. Super. Oh Gott, ey. Ist ja nicht so, dass das Probetraining für irgendwas nicht sinnlos ist, aber dass er sich im Probetraining verletzt, ey. Gute Nacht. So, dann schauen wir mal, ob ich darüber dann den Spieler kriegen kann. Ob es denn überhaupt da in der ersten Mannschaft bzw. zweiten Mannschaft gibt. Ja, da ist er. Im Ernst. Ja, gleich sofort. Was bringt dieses eigentlich, das Transferziel hinzufügen? Das heißt, der Sportdirektor macht an Angebote. Ah, okay. Gut. Letzten fünf Spiele. Ja, er ist nur bei dem Verein Ergänzungsspieler. In dem wirklich hohe. Marktwert 1,5 Millionen. Na, wir gucken einfach mal. Ich bin gleich fertig. Ja, alles gut, alles gut. Wenn du fertig bist und das weitergerödelt ist, dann kann ich dann direkt angucken. CMS. Ja. Ah. Gut, dann mache ich das jetzt halt schon. So. Ja, das dauert halt hier Jahre. Ach so, ja. Danke. Große Frage ist, für wie viel würde ich den denn haben wollen? Für gar nichts. Von Apfel und ein Ei. Ja, genau. Äpfel und Zwiebeln, ne? Ja. Auf geht's, Äpfel und Zwiebeln. Wie kann ich einen Spieler aus der U19 nach oben zählen in die Profimannschaft? Rechtsklick drauf machen, Kader und dann hoch. Okay. Ich biete Ablösesumme. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Oder? Hm. Ja, wir warten. Weniger. Ja, ich bin, ja, wie gesagt, ist. Obwohl, bei mir steht, wird wartet. Sehr schön. Ja, abschicken. So, dann gucken wir mal, ob der jetzt annimmt oder nicht. So, eine neue Nachricht. Und ja, Spiele werden ausgestrahlt, das ist mir bewusst. Gegen Magdeburg, kommt im Fernsehen. Interessant. Ja, wichtiges Spiel. Na ja. Ich bin echt am überlegen, ob ich vielleicht einige von euren Spielern nochmal gucke, ob ich die aus der U19, U der zweiten Mannschaft. Kannst du machen. Obwohl Aue hat ja keine zweite Mannschaft, ne? Nope. Ich auch nicht. Aber eine U19. Ja.
Gibt es denn da einen Spieler, der vielleicht eventuell interessant sein könnte? Ja, nein. Genügend. Nein. Nein, nein, definitiv, definitiv nein. Definitiv nein. Wem machst du im Angebot? Ich habe das gerade nicht gelesen. Ja, kannst du gleich gucken. Deutschland U20 1-1 gegen England. Ah. Tansania gewinnt 3-1 gegen Lesotho. Das habe ich erwartet. Oh ja. Oh ja. Ich wollte auch sagen, wo sind wir denn hier bitte? Oh ja. Mit dem Bär davon. Was? Das Nivea singt. Das Nivea singt? Da wird nur gelacht im Hintergrund. Zubot hat gespielt, das ist super. Immer hat ein Spieler verpflichtet, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. Ja. Ich will nichts sagen, aber es ist gut. Es hat funktioniert. Gut, ich bin soweit. Nö, keine Zeit. I'm waiting of you. Ba-ba-ba-da-ba. Immer einen Zappi? Ja, was momentan läuft. Hat einen Spieler, hat jetzt einen Spieler mehr, der sich öfter verletzt. Ja, genau. Vertrag abgelehnt, das ist nicht so schlimm. Ja. Gut, was machen wir? Das Angebot? Eher kein neues Angebot. Kader muss mindestens, ja, ich weiß. Es ist ja, es ist zwar kein Ausgebildeter von mir, aber ein Ausgebildeter von woanders. Marktwert? Ja. Ist ja nicht so wild, wenn er jetzt noch nicht kommt, vielleicht kommt er später. Vertrag bis 2020 dort. So, und gleich kommt das große Spiel auf diesem Kanal hier. King oder auch auf das große Spiel entweder auf diesem Kanal hier oder auf dem Kanal vom Ruffy. Kann ich euch gucken? Ja. Die große Revanche. Ja. Oh, schade. Jetzt ist doof. Jetzt hat sich einer meiner Stammspieler verletzt. Mal wieder. Sein. Bestimmt Finn Becker. Nein, Alaku hat sich verletzt. Fällt fürs Aue-Spiel aus. Irgendwas machst du mit deinem Training falsch. Absolut. So viel Verletzte, wie du hast. Junge. Hat sich ja im Zweikampf mit Knieprellung zugezogen. Ah, Simon Ast. Was? Pauli hat ein Angebot für Simon Asta gemacht? So sieht's aus. Der ist Simon Asta. Nein, der Stürmer von Augsburg. Nee, der ist doch Stürmer, oder? Nee, ist Verteidiger. Ist das Verteidiger? Okay. Ja. Weil ich habe leider auf der linken und auf der rechten Seite in der Verteidigung etwas Probleme. Wenn Zander weg ist, was mache ich dann? Sterben. Ja, genau. Zander? An wen willst du den verkaufen? Zander, der ist ausgeliehen von Bremen. Oh. Mhm. Der ist ausgeliehen. So. Wolverhampton Wanderers führt in der Premier League. Krass. Nach 5 Spieltagen. So. Er hat eine 70er, das ist natürlich. Oh, ich habe ja ein paar Verträge, hoppla. Wolfsburg Zweite sollte also doch lieber mit guter Mannschaft aufstellen. Ja. So, Überschneidung, ja, ist natürlich bitter.
Gut, dann gucken wir mal, wie das Mannschaftsgefüge. Es ist so still. Es ist ja unheimlich still. Das macht ja einen gut. schon Angst. Matchplay. Es geht halt so. Nicht weiter. Ganz einfach. Oh fuck. Alex Meyer ist auf der E4, also auf der Auswechselposition 4. Nicht gut. Ja, ich musste meine Mannschaft erstmal vorbereiten für das nächste Spiel. Der macht das schon, der Meyer. Der ist kein Schlechter. Mangelt nur an Spielpraxis. Röser, Horvath, Nikola, Adek. Das Hämmerlein spielt. Wohl nehme ich die mit. Ja, ich glaube, ich nehme die doch nicht mit in die zweite Mannschaft. Ich brauche sie für als Ersatzspieler. Ich weiß, auf mich wartet die jetzt gerade, aber ich glaube, ich muss da noch was ändern. Ich glaube, mit der zweiten Mannschaft bin ich da mit einigen Sachen nicht so ganz... Oh, zweite Mannschaft schon wieder, ich könnte kotzen. ganz ehrlich. Die beiden sollten doch lieber nicht mit. Weil wenn ich die mitnehme, dann habe ich ein großes Problem, weil dann... Diese zweite Mannschaft war immer ein Alter. Ja, die ist wichtig! Nee. Will aufsteigen in die dritte Liga, ein bisschen Geld verdienen. Geld verdienen. Mit der zweiten Mannschaft doch. Sorry. Hat so im Hals gekratzt. Okay, ich bin Favorit fürs Spiel. Ich bin Außenseiter. Ja. Keine Ahnung. Es wurde wieder abgelehnt. Ja, okay, dann müssen wir dein mal Angebot? Ja. Meins auch. Dann warte ich erstmal eine Weile. Vielleicht wird sich das. So. Na komm. Mit Sicherheit noch. Achso, ja. Ich kann jetzt schon weitermachen. Ach ja, ist auch morgen. Entschuldigung, ich dachte, es ist schon morgen. Nee, es ist noch heute. Der Tag vor dem Spiel. Ja, okay. Ja, das war eine Steilvorlage, ja. Spruch des Let's Plays. Kommt jetzt mal. Ja. Emon. Ich bin schon noch weiter. Das ist CMS. Mann, ey, das ist doch nicht zu fassen. Das ist doch nicht zu fassen. Ich sag nur Table Slip, oder was? Oh, gutes Echo auf Anzeige für einen Torwarttrainer. Spitzenspiel Hamburg gegen Heidenheim. Martin Piekenhagen. Ich habe jetzt hier schon die. Ja, der Piekenhagen Spiele. War mal früher ein guter Spieler. Früher. Ja. Ich habe jetzt hier schon die Spiele, also fange ich also schon mal an, ein bisschen zu tippen. Ja, Pauli gegen Aue. Ich denke mal, es wird ein Unentschieden, denke ich mal. Ach, dieses Mal wird es ein Unentschieden. Ja, und Regensburg unterliegt gegen Dresden. Mit 1-3. Oh, ich höre mir einen spanischen Torwarttrainer. Okay, oder? Und du tippst nicht für dich? Ach so, doch, verdammt. Gegen wen spiele ich? Ach, gegen wen spiele ich eigentlich? Ich spiele gegen Bielefeld und hoffe auf einen Punkt. Okay. Dann bin ich jetzt dran, würde ich sagen. Ja, ich gewinne natürlich gegen Immern. Dynamo auswärts unentschieden in Regensburg und Magdeburg gewinnt. Echt? Ja. So, wer ist das nächstes von euch beiden Pappnasen dran? Ich bin ehrlich gesagt bei der Aufstellung, gehen wir mal wieder zurück. Also, die anderen, die Spiele. Euch, ja. Also, ich sag, das Spiel gegen Aue. Vielleicht unentschieden, eventuell. Mal gucken. Alter, was ist denn das für ein Trainer? Also vielleicht unentschieden, Leute. Irgendwie holt mindestens einen Punkt. Und Magdeburg gewinnt gegen die Stadt, gegen die es nicht gibt. Und also, die anderen Spiele, Regensburg-Dresden unentschieden und Magdeburg-Bielefeld unentschieden. Okay. Also alles unentschieden. Ja. Wenn man Gebrüll hören, entweder gewinnt da Flui oder verliert, eins von beiden. Ja, natürlich. Eine Spiele kann man an meiner Stimme erkennen. Ja, genau. Ja, wie der Spielverlauf ist. Wenn es ruhig ist, liegt er vielleicht so länger zurück und es passiert nichts mit der Mannschaft. Wenn es laut ist, dann führt er. Und wenn es richtig laut ist, dann ist er zurück. Dann hat er gerade das Gegentor kassiert. Ja. Und wenn er gegen die Spieler schimpft, dann liegt er ganz weit zurück. Immer im CMS fehlen noch. Ja. Wie gesagt, ich muss sie ja aufstellen. So, weil ich habe bloß noch die Sitzung gemacht.
Ja, ich bin nicht so ganz zufrieden gewesen, dadurch, dass mein Stürmer jetzt auch noch verletzt ist und das für das Spiel ausfällt, muss ich ja jetzt einen neuen Spieler reintun. Oh, Alter. Alagui fraglich, Amtnerich fraglich. Aha. Ja, sind beide angeschlagen. Werden beide wohl nicht spielen. Bei mir alle fit. So, es geht schon weiter, wir hatten hier weiter gedrückt. So, ich habe die schlechteste Abwehr und den besten Sturm. Werder Bremen gewinnt gegen Nürnberg 2-2. Magdeburg 2 gewinnt 2-0 gegen Imshorn. Ja. Halle spielt 1-1 unentschieden gegen Zwickau. Wolfsburg gewinnt. Magdeburgs 1-1. U19 gewinnt gegen Babelsberg. Hey, Zwickau 1-1 gegen Halle. Wolfsburg 1-1 gegen Hertha. Bayern gewinnt 1-0 gegen Bayern. Siehst du, Groß Asbach verliert 3-2 gegen. Dynamo gewinnt 1-0 gegen Lokomotive Moskau. So. Ja. Weiter. Wir sind noch nicht im Spiel. Nee. Noch nicht. Ah, 3-3 unentschieden. Ja, schade mit der U19. Und aber hey! Meine U19 gewinnt 3-0. Meine U19 gewinnt 3-0. Meine U19 unterliegt 1-3. Ist letzter. Ja, und meine zweite Mannschaft gewinnt gegen die zweite Mannschaft von Wolfsburg. Und damit ist meine zweite Mannschaft auf Platz 3. Ja, Lübeck auf 1, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Verdammte Axt, egal. Meine U19 ist der letzte Rotz. Ja, die steigen zum Toni ab dann. Definitiv. Die steigen dann zum Toni ab. So, Fitnesstest, sehr schön, bestanden, nicht bestanden, nicht bestanden, gut.